Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Kapitel 5, wo es um den Verdauungstrakt geht. Wir befinden uns ja mit Kapitel 5 im sechsten Beitrag unseres Kurses Esst Weizen, trinkt Milch. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, kurz nochmal den wichtigsten Gedanken zu rekapitulieren, um gerade auf die Inhalte von Kapitel 5 jetzt vorzubereiten. Ja, was haben wir festgestellt? Wir haben gemerkt, dass mit dem Aufkommen von glutenfreien Lebensmitteln die Lebensmittelindustrie, die Nahrungsmittelindustrie, einen großen Umsatzzuwachs begonnen hat. Also sie ist interessiert, glutenfreie Lebensmittel auf den Markt zu bringen. Viele Menschen, die glutenfrei essen, fühlen dann auch eine Besserung von ihrem Wohlbefinden. Sie meiden auch Weizen, sie meiden Milch, sie meiden fettreiche Ernährung und fühlen sich wohl. Dem ist erst einmal nichts entgegenzusetzen, dieser Lösung. Doch diese Lösung ist eine Reaktion auf Symptomen und sie beschäftigt sich gar nicht mit den Ursachen. Und gerade mit den Ursachen sollte man sich beschäftigen, denn wenn die Ursachen nicht beseitigt werden, dann bestehen die weiterhin und führen nach kürzer oder längerer Zeit dann zu schweren Erkrankungen, die ich durch das Weglassen von Nahrungsmitteln überhaupt nicht abgewendet habe, sondern nur relativ kurze Zeit konnte ich Symptome beseitigen. Wir sind der Meinung, man sollte die Ursachen sich ansehen und stellen die Frage, ist denn das Gluten wirklich so schädlich, so ungünstig für uns? Und das haben wir in vorigen Kapiteln getan und haben festgestellt, Gluten ist eigentlich unschuldig. Denn, bloß ganz kurz hier, Gluten gibt es schon sehr, sehr lange in der Nahrung und es ist überhaupt nicht so, dass es erst in unserer Zeit dazugekommen ist zu den Getreidesorten, sondern es war schon vor den Menschen überhaupt im Getreide und die Menschen haben in ihrer Nahrung größtenteils in der Vergangenheit schon seit vielen, vielen Jahren, seit zig Jahren Getreide in großem Anteil mit Gluten. Und wir stellen auch fest, indem wir uns Studien ansehen, dass Gluten nicht etwas Schädliches für den Menschen an sich, sondern sogar Nutzen bringt. Das konnten wir zeigen in einigen Beiträgen den Vergleich von Studien. Genauso haben wir in dem Kapitel 2, das ist also der dritte Beitrag gewesen, haben wir zeigen können, welche Forschungsergebnisse aus dem Lager der Befürworter von Weizen und Milch, andererseits aber aus dem Lager der Gegner von Weizen und Milch gekommen sind. Und sie konnten sich anhand der Darstellung der Ergebnisse im Vergleich zu bestimmten Aussagen, konnten sie sich selbst ihre Schlussfolgerung ziehen, denn darauf kommt es an. Denn wir wollen ja durch die Nutzung von Wissen zu besserer Lebensqualität kommen. Und ich kann Ihnen sagen, wir beschäftigen uns ja im Kursteil 1, also da ist das Kapitel 5, was jetzt gleich folgt, das letzte Kapitel, beschäftigen wir uns später im Kapitel 2 mit den Lösungen selbst. Und ich kann Ihnen schon verraten, dass die Lösungen sehr, sehr einfach zu erreichen sind. Also es ist einfach, die Ursachen abzustellen und nicht schwierig. Und somit brauchen wir nicht durch das Weglassen von Symptomen die Gefahr einzugehen, schwere Erkrankungen zu erleiden. Ja, und nun noch ein organisatorischer Hinweis. Wir beginnen gleich mit dem Kapitel 5 und ich möchte Sie bitten und möchte es Ihnen empfehlen, vorher die anderen Kapitel inhaltlich zu rezipieren. Das heißt, die Informationen der anderen Kapitel aufzunehmen. Es hilft Ihnen im Verständnis weiter und letzten Endes ist ja zusätzliches Wissen. Wissen kann man nie genug haben. Wissen die Basis für Leben ohne Krankheit. Also freuen Sie sich jetzt auf Kapitel 5. Und übrigens, wenn Sie vorherige Inhalte sehen wollen, Sie sehen es auf den Seiten immer unter dem Video mit der verlinkt. Dort haben Sie also einen leichten Zugang zu den dort befindlichen Inhalten. Aber jetzt soll es inhaltlich losgehen. Nun beginnen wir also mit dem Kapitel 5, wenn im Verdauungstrakt nichts mehr geht.
Zunächst möchte ich etwas zur Evolution der Glutenverdauung sagen. Die wissenschaftlichen Erforschungen der Vorgänge, die sich im menschlichen Körper bei der Verdauung von Gluten abspielen, ist noch keineswegs abgeschlossen. So bekommen wir ständig neue wissenschaftliche Ergebnisse. Man weiß jedoch, dass Gluten kein Gift ist. Gluten ist schon längst von unserer Evolution, sagen wir, eingearbeitet über die vielen, vielen Millionen Jahre, und der Körper weiß längst, wie er mit Gluten umzugehen hat. Und anders, das ist also eine völlig gegensätzliche Aussage zu dem, zu der hier und da befindlichen Lüge, Gluten wäre ein Gift. Viele unverdaute Gluteinproteine werden in den Dickdarm zum Beispiel eskortiert, wo sie die Zahl der nützlichen Darmbakterien drastisch erhöhen. Also nützliche Bakterien werden im Dickdarm erhöht durch das Eintreffen unverdauter Gluteinproteine. Studien zeigen das ganz, ganz deutlich. Und wir wissen auch mittlerweile, dass Gluten im Dickdarm als Energielieferant sehr, sehr wichtig ist für die nützlichen Darmbakterien. Und wir erkennen ja immer mehr, welche Bedeutung der Darm mit seiner, viele sagen Darmflora, ich vermeide das, ich sage mal mit seinen Darmbakterien, was es für eine Bedeutung hat. Und wir haben ja auch schon erkannt, diese Mikroorganismen, diese Bakterien steigern nachweislich die Bildung der gesunden, kurzkettigen Fettsäuren, wie Butylsäure. Sie erinnern sich, wir haben in Kapitel 3 über die Butter gesprochen. Je glutenhaltiger die Ernährung, desto stärker die Glutenaseaktivität und die Bildung dieser kurzkettigen Fettsäuren. Das ist also längst beschrieben. Und übrigens wird überschüssiges Gluten mit dem Stuhl ausgeschieden. Also auch ein ganz normaler Ablauf. Auch im oberen Verdauungstrakt finden wir Gluten im Zusammenhang mit den dort befindlichen Bakterien. Aus einer Studie geht hervor, dass der Körper mit der Verdauung sämtlicher schwer verdaulicher Gluteinproteine bereits in dem Moment beginnt, in dem wir sie in den Mund nehmen. Im normalen menschlichen Speichel wurde eine Vielzahl von Gluten- und Gliadin-abbauenden Enzymen entdeckt, die von verschiedenen von Natur aus im Mund vorkommenden Bakterien gebildet werden. Also die Bakterien bilden das Enzym, das wichtige Enzym, womit schon im Mund begonnen wird, Gluten abzubauen, zu verdauen. Und so kann man noch mehr in den Unterlagen der veröffentlichten Studien finden. Und all diese Verdauungsenzyme, ebenso wie die glutenverdauenden Bakterien und Probiotika, die ich ja übrigens schon im Kapitel 1 vorgestellt habe, all diese Verdauungsenzyme sind darauf angewiesen, das Verdauungssystem im Gleichgewicht zu halten. Das heißt, im Magen, im Dünndarm, in der Dickdarmschleimhaut haben wir Gesundheit, wenn dort Gleichgewicht vorherrscht. Und wenn es dort Störungen gibt in diesen Organen, wie wir diese Störungen beheben, das lernen wir auch noch in diesem Kurs kennen. Nun, ein kleiner Abschnitt, den habe ich überschrieben mit der Anfang vom Ende. In den vergangenen 40 bis 50 Jahren haben ja überall Wissenschaftler, Regierungen, Regierungsbehörden darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, cholesterinhaltige und fetthaltige Nahrung, unter anderem auch Eier, zu meiden und zu reduzieren für die Gesundheit. Und das ist durch viele Ergebnisse, Studien längst der Lüge bezichtigt worden. Warum habe ich das Wort Lüge hier noch hinter das Wort Irrtum geschrieben? Ja, weil natürlich zu erkennen ist, dass es Nutznießer dieses Irrtums gibt. Und je mehr dieser Irrtum verbreitet wird, und ich darf das mal Lüge nennen, desto mehr verdienen diejenigen, die cholesterinsenkende Mittel herstellen, beziehungsweise diejenigen, die Nahrungsmittel, Lebensmittel auf den Markt bringen, mit dem Hinweis,
Cholesterin frei bzw. wenig Cholesterin seine Nahrung drin. Daher habe ich mir getraut, hier mal das Wort Lüge in Klammern mit aufzuführen. Infolge der Verurteilung von Cholesterin wurden nun Lebensmittel hergestellt, die keines mehr enthielten. Tierische Fette wie Butter galten als ungesund. Eier waren tabu, fettreiche Speisen wurden durch fettfreie ersetzt. Und von einem Tag auf dem anderen wuchs sozusagen der Anteil der zum Beispiel maishaltigen, getreidehaltigen, kohlenhydratlastigen Ernährung wuchs an. Sie sollten die Fette ersetzen. Doch die Fette haben für uns eine ganz, ganz wichtige Funktion. Man sollte sie auf keinen Fall weglassen, denn Fette halten viel länger Energie voraus und wir haben durch einseitige Ernährung, durch kohlenhydratstarke Ernährung andere Probleme, auf die wir an anderen Ort mal eingehen können. Zum Glück, 2015 kam nun endlich die Mitteilung in den USA, muss ich sagen, von der Regierungsbehörde, dass man sich über 40, 50 Jahre geirrt hat und es gibt überhaupt keinen nennenswerten Zusammenhang, ich wiederhole, keinen nennenswerten Zusammenhang zwischen Cholesterinspiegel im Blut und dem Cholesterin in der Nahrung. Die Ära der fettarmen, cholesterinfreien Ernährung wurde also endlich beendet. Wozu brauchen wir eine Gallenblase? Wir möchten ja jetzt betrachten, was sozusagen im Zusammenhang mit dem vorher Gesagten zu Fett und Cholesterin und Störung der Verdauung hier zu sagen ist. Also, wozu brauchen wir eine Gallenblase? Enthält unsere Nahrung Cholesterin und Fett nur ganz gering, also in geringen Mengen, dann macht das die Gallenblase träge, denn sie wird ja da ganz wenig nur gebraucht, denn sie benötigt nur eine gewisse Menge, denn sie benötigt nur für eine gewisse Menge Fett, Gallenblasen und Gallensaft und ihre Aktivität kann sozusagen herabgesetzt werden. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass die wichtigste Ursache für Erkrankung der Gallenblase tatsächlich eine viel propagierte fettarme Diät ist. Also fettarmes, was ja empfohlen wurde, führt zu Gallenblasenerkrankungen. In den modernen Industrieländern hat man ja sehr viel Gallenblasen entfernt bei den Menschen und hat festgestellt, dass die ihre Ernährung da gar nicht umändern mussten, denn schon zu Beginn hatten sie ja den Verdauungstrakt umgestellt bzw. geschwächt, indem es so gut wie keine fett- und cholesterinhaltigen Lebensmittel auf dem Speiseplan gab. Ich denke aber, die Gallenblase ist doch unbedingt nötig. Ich möchte Sie da in die Vorstellung bringen, es sei unwichtig oder verzichtbar. Ich möchte bitten, Sie das zu überdenken. Tatsächlich ist die Gallenblase mit Gallenflüssigkeit gefüllt, die 15 mal stärker konzentriert ist als die, die von der Leber gebildet wird. Also viel konzentrierterer Gallensaft kommt aus der Gallenblase. Wenn wir unsere Vorfahren anschauen im Vergleich dazu, so mag es logisch erscheinen, dass diese Art der produzierten Gallenflüssigkeit eingesetzt wurde, um, sagen wir, das Hirn und die Gedärme eines Mammuts zu verdauen, was gerade gefangen und verzehrt wurde. Der Verzehr von solchen Mengen von Fett zu einer einzigen Mahlzeit, gefolgt von Zeiten völlig ohne Fett, zwingt die Gallenblase sich sehr stark zusammenzuziehen, dass etwaige Staus von Gallenflüssigkeit oder in der Leber aufgelöst werden. Dazu also die Eigenschaft der Gallenblase. Heutzutage haben wir es mit dem genau entgegengesetzten Problem zu tun. Wir essen entweder zu wenig gesunde Fette oder viel zu viel unverdauliche verarbeitete Fette, sodass wir Gallenflüssigkeit nicht in ausreichender Menge, also nicht in ausreichender Menge bilden können. Infolgedessen wird die Gallenflüssigkeit, die aus dem Darm wieder in die Leber absorbiert wird, durchschnittlich 17 Mal wiederverwendet, bevor sie ausgeschieden wird. Das ist, als würden wir unser Geschirr 17 Mal hintereinander mit demselben schmutzigen Spülwasser abwaschen.
Der Vergleich sollte Sie zum Denken anregen. Dieses Defizit an Gallenfluss und Gallenbildung trägt wesentlich dazu bei, dass die Produktion von Magensäure langsam, aber stetig sinkt. Wir haben also einen Zusammenhang zwischen Bildung der Magensäure und der verringerten Gallensaftproduktion. Der Mangel an Magensäure und dessen Auswirkungen auf Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse und Zwölffingerdarm beeinträchtigt allesamt unsere Fähigkeit, schwer verdauliche Lebensmittel wie Weizen und Milchprodukte zu verdauen. Also jetzt kommen wir der Sache schon näher. Wir haben also weniger Gallensaft, wir haben dadurch weniger Magensäure und diese sinkt stetig ab. Und das führt dann dazu, dass wir die Fähigkeit zur Verdauung von Lebensmitteln wie Weizen und Milch immer mehr verlieren. Lassen Sie uns am Beispiel einer bestimmten Person eine Reise durch das Verdauungssystem unternehmen, um besser zu verstehen, wie genau es geschwächt werden und versagen kann und was man tun kann, um diese Probleme zu lösen und eine Heilung von innen nach außen zu erreichen. Dies ist die Geschichte eines Patienten, des Verfassers des Buches Esst Weizen, nämlich ein Patient von Dr. John Doyard. Und wir nennen diesen Patienten einfach mal Daniel. Der Patient, der hier mit dem Namen Daniel anonymisiert bezeichnet wird, kam in die Praxis von Dr. Doyard. Und er klagte über Angstzustände, Schmerzen in der Brust und Kurzatmigkeit. Eigentlich denkt man da sofort an kardiologische Probleme, doch hier hat sich das gezeigt, dass es mit der Kardiologie wenig zu tun hatte, mit dem Darm aber viel. Daniel litt schon als Kind an Verstopfung, die chronisch geworden war, und klagte jetzt über alternierende Verstopfung, Durchfall, Schleim, also immer hin und her wechselnd, Schleim im Stuhl also, und darüber hinaus über Sodbrennen, Blähungen und Blähbauch, die seine jahrelange Verdauungsstörung immer wieder symptomatisch anzeigten. Er berichtete, dass er schon vor Jahren aufgehört hatte, Fette und gebraten oder irgendwelche schweren oder üppigen Speisen zu essen. Und jedes Mal hat sich nämlich sonst Sodbrennen eingestellt. Und mit dem Weglassen von mehr und mehr Lebensmitteln ging es ihm dann auch kurzzeitig immer besser. Und er hat dann auch Weizen- und Milchprodukte gemieden. Doch damit hat er nur die Symptome beachtet durch den Verzicht und hat nicht an die Ursachen gedacht. Daniel ging es wie vielen der Patienten. Er kam zu einer anfänglichen Besserung durch die Streichung von Weizen- und Milchprodukten, die aber nicht anhielt. Und auch ohne diese Lebensmittel stellten sich die Symptome wieder ein. Nachdem er also jahrelang seine Ernährung immer wieder umgestellt und auf immer mehr Lebensmittel verzichtet hatte, stellten sich bei Daniel Angstattacken, Schmerzen in der Brust und Kurzatmigkeit ein. Und das war der Punkt, an dem er in die Praxis zu Dr. Doyard gegangen ist. Das Interessante an allen Symptomen, an denen Daniel litt, ist die Tatsache, dass sie allesamt mit dem Grundproblem einer unausgewogenen Verdauung zusammenhängen. Der Körper tut nichts ohne guten Grund. Jedes Symptom ist eine logische Botschaft des Körpers, der versucht, mit einer langen Vorgeschichte von Verstopfung und dem daraus entstandenen Lymphstau fertig zu werden. Jedes Symptom zeigt, dass der Körper bemüht ist, sich über andere Entgiftungswege von den Verunreinigungen zu befreien, als über seine wichtigsten, aber blockierten Ausleitungswege. Verdauung für Anfänger. In Daniels Fall verursachte die langjährige Verstopfung eine chronische Austrocknung der Darmschleimhäute. Ebenso wie die Haut der Atemwege darf die Haut des Darms weder zu trocken noch durch Schleimabsonderung zu feucht sein. Die Bedingungen müssen genau richtig sein, damit die Mikroorganismen, die für optimale Gesundheit sorgen, sich vermehren und die im Darm gebildeten Neurotransmitter die Stimmung stabilisieren und das Nervensystem unterstützen können. Das ist alles durch Studien belegt, und wenn der Darmtrakt zu trocken oder zu feucht ist, können die Zotten und Zylusgefäße der Darmwand ihre Arbeit einstellen und so dem
Darmtrakt, anfällig für Reizung, Schäden und eine Art Leaky-Gut-Syndrom machen, das aus diesen Giftstoffen und schwer verdaulichen Proteinen ermöglicht, in das Lymphsystem des Körpers einzudringen. Dort findet dann ein wahrer Sturm von Nahrungsmittelunverträglichkeiten statt, wenn das sich so eingestellt hat. Und dieser entfesselte Sturm, dem müssen wir durch Beseitigung der Ursache begegnen. Wenn die Haut des Darmtrakts nicht mehr richtig arbeitet und Giftstoffe nicht über die verstopften Lymphgefäße um den Darm abtransportiert werden können, werden die Giftstoffe schließlich über den enteralen Kreislauf, also den inneren Zeitkreislauf, wieder der Leber zugeführt. Aufgabe der Leber ist es, Fette und Giftstoffe aufzuspalten, nachdem diese den Darm und das Lymphsystem durchlaufen haben und diese schließlich mit der Gallenflüssigkeit zusammen einverleiben. Also, diese kurze Darstellung soll die Grundlage sein, also diese kurze Darstellung der sozusagen Verdauung für Anfänger soll die Grundlage sein für unseren nächsten Abschnitt. Was haben eigentlich Gallenflüssigkeit und Leber damit mit dieser Verdauung zu tun? Gehen wir also nach der Frage nach, was haben Gallenflüssigkeit und Leber damit zu tun? Und bauen wir das in die Geschichte von Daniel mit ein, denn die Parallelen lassen sich hier überhaupt nicht wegwischen. Gallenflüssigkeit fungiert sozusagen wie ein Paceman, wie jemand, der alles Überflüssige auffrisst. So nimmt im Inneren der Leber die Galle sozusagen Giftstoffe, Fettsäuren, Umweltgifte, Schädlingsbekämpfungsmittel, Cholesterin und andere fetthaltige Verunreinigungen in sich auf. Sie frisst es sozusagen in sich hinein. Wenn wir beispielsweise fette Speisen essen, wird Gallenflüssigkeit aus der Leber und der Gallenblase in den Darmtrakt abgegeben, wo sie sich noch mehr dieser Substanzen einverleibt. Also Giftstoffe, Fettsäuren, Umweltgifte, Konservierungsmittel, Chemikalien, Parasiten und andere unerwünschte Bakterien, um nur einige zu nennen. Und das sollte wiederum Sie zum Denken anregen und helfen, Ihre richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen für besseres Leben. Wenn die Gallenflüssigkeit in den Darm gelangt, heftet sie sich an die Ballaststoffe im Darm und wird von ihnen mit sämtlichen Giftstoffen im Schlepptau hinaus eskortiert, bis zur Toilette. Dabei handelt es sich um einen sehr effektiven Prozess der Abfallentsorgung, solange unsere Nahrung so viele Ballaststoffe enthält, dass das funktioniert. Wenn die Leber von den Entgiftungsaufgaben überfordert ist, zum Beispiel der Verarbeitung von wieder zurückgeleiteter gifthaltiger Gallenflüssigkeit, ich habe vorhin davon gesprochen, dass es 17 Mal immer wieder neu verwendet wird, dann kann es zu einer Stauung in der Leber kommen. Dann können sich diese giftigen Fette in der Leber buchstäblich ansammeln und eine bekannte Störung namens Fettleber verursachen. Dabei wird gleichzeitig das gute, gesunde Cholesterin geschädigt. Inzwischen wissen wir, dass das oxidierte Cholesterin, dass die oxidierten Cholesterinpartikel die wahren Schuldigen bei der cholesterininduzierten Herz-Kreislauf-Erkrankung sind. Vor allem aber kann die Stauung in der Leber dazu führen, dass zu wenig Gallenflüssigkeit gebildet wird. Die Gallenflüssigkeit nicht so stark fließt und zäh ist und ihre Viskosität sozusagen angestiegen ist. Zähe, visköse Gallenflüssigkeit kann die Gallengänge verstopfen und buchstäblich den Verdauungsprozess und die Fähigkeit zur Aufspaltung von Weizen- und Milchprodukten lahmlegen. Nachdem sich Daniels Leberstau erst einmal aufgebaut hat, ich komme also zu der Geschichte zurück, und seine Gallenflüssigkeit zäh geworden war, konnte er keine fetten Speisen mehr verdauen. Die Fähigkeit, gute Fette zu verdauen und sie an das Gehirn, an das Herz, an die Haut und an das Nervensystem abzugeben, ist lebenswichtig. Ohne einen gesunden Fettstoffwechsel kann der Körper auf die Dauer das Nervensystem nicht mehr stabilisieren.
Und das macht viele Menschen anfällig für Angstzustände und andere stressinduzierte Probleme, wie wir das bei Daniel auch gesehen haben. Wenn Daniel fettreiche Nahrung zu sich nahm, ohne dass genügend Gallenflüssigkeit verfügbar war, um sie aufzuspalten, behielt der Magen diese Nahrung lieber bei sich und wartete darauf, dass Gallenflüssigkeit gebildet wurde. In Daniels Fall waren Verstopfung und Gallenstau chronisch geworden, sodass Daniel stets zu wenig Gallenflüssigkeit hatte, um Fette aufzuspalten. Folglich behielt der Magen die Fette länger bei sich, als er sollte, und das führte zu Übelkeit und Völlegefühl. Ohne eine ausreichende Menge Gallenflüssigkeit zur Verdauung einer fetten Mahlzeit blieben die schweren oder fetten Speisen einfach wie ein Stein im Magen liegen und wurden nicht verdaut. Kommt Ihnen das, was ich jetzt eben vorgetragen habe, bekannt vor? Warum ist die Streichung von Lebensmitteln nicht eine langfristige Lösung? Zunächst löste Daniel das Problem dadurch, dass er auf fettreiches Essen verzichtete. Als Dauerlösung funktionierte das allerdings nicht, wie wir schon erfahren haben. Und aus folgendem Grund. Die Gallenflüssigkeit in der Gallenblase und der Leber emulgierten nicht nur Fette, sondern fungiert auch als Puffer gegen Säuren wie Salzsäure, die im Magen zu finden ist. Wenn der Magen versucht, schwer verdauliche Proteine wie das Gluten in Weizen und das Casein in Milchprodukten aufzuspalten, muss er sehr viel Magensäure produzieren. Wenn nun aber in der Leber weniger Gallenflüssigkeit gebildet wird, hält der Magen nochmals die überschüssige Säure zurück, als wollte er abwarten, bis mehr Gallenflüssigkeit produziert wird, die die scharfen Magensäuren abpuffern soll. Das ist eine sehr häufige Ursache von Sodbrennen. In manchen Fällen gibt der Magen zum Schutz soweit also, wenn die Magensäure zurückgehalten wird. In manchen Fällen gibt der Magen zum Schutz der Magenschleimhaut vor zu viel Säure diese in den Darm ab. Also das Gegenteil, sie gibt die viele Magensäure ab. Wenn das geschieht, ohne dass gleichzeitig genügend Gallenflüssigkeit als Säurepuffer zur Verfügung steht, können die Säuren die Darmwand verätzen und schädigen und so zu Geschwüren, Reizdarm, Leaky Gut Syndrom und schädliche Veränderungen der mikrobiologischen Verhältnisse im Darm verursachen. Wenn ungepufferte Säuren vom Magen in den Darmtrakt gelangen, kann es in der Folge zu schweren Entzündungssymptomen kommen, was den Darmtrakt und das Lymphsystem sogar noch anfälliger und angreifbarer für Reizungen durch schwer verdauliche Proteine aus Weizen und Milchprodukten machen würde. Der Magen tut dann sein Bestes, die Magensäure wird so lange wie möglich zurückgehalten, aber auf die Dauer reizt die überschüssige Säure die Magenschleimhaut und bereitet den Boden für chronische Blähungen, Blähbauch, Verdauungsstörungen und Anfälle von Übelkeit, Sodbrennen und Kurzatmigkeit, wie wir es bei Daniel auch gesehen haben. Bei Daniel führte die chronische Verstopfung möglicherweise zu Staus in der Leber und in der Gallenblase und damit zu einer Verminderung des Gallenflusses und der Fähigkeit zur Fettverdauung sowie zur Unfähigkeit, die Verdauungssäuren aus dem Magen effektiv abzupuffern. Also eine Folge nach der anderen. Und nicht gerade sehr erfreulich. Eine Darmreizung aufgrund von unzureichenden Gallenfluss oder der Abgabe von ungepufferten Magensäuren an den Darm kann zudem Durchfallattacken verursachen. Bei denen ist dann der Stuhl entweder von Schleim überzogen oder Schleim ist in dem dünnflüssigen Stuhl vermischt, wie wir es auch bei Daniel gesehen haben. Die Bildung von Schleim im Stuhl ist ein häufiges Phänomen und in vielen Fällen durch übermäßigen Stress und Sorgen in Verbindung mit dem Zusammenbruch des Verdauungsprozesses im oberen Verdauungstrakt zu sehen. Es wird die Verdauung von Weizen und Milchprodukten heruntergefahren. Sie wird reduziert. Auf die Dauer
können sich durch die Ansammlung von Salzsäure, die wegen des unzureichenden oder gestauten Gallenflusses im Magen bleibt, in der Magenschleimhaut Reizungen, Entzündungen oder sogar Geschwüre entwickeln. Um sich vor der im Magen verbleibenden Salzsäure zu schützen, kann der Magen unabhängig die Entscheidung treffen, sein Verdauungsfeuer herunterzuregeln und weniger Magensäure zu bilden, um deren Menge an die verminderte Produktion von Gallenflüssigkeit in der Leber und Gallenblase anzupassen. Bei unzureichender Bildung von Gallenflüssigkeit wird auch zu wenig Magensäure gebildet. Ohne eine ausreichende Bildung von Magensäure entfallen die ersten Stadien der Verdauung und Aufspaltung von schwer verdaulichen Proteinen wie Gluten und Milchprodukten ersatzlos. Also stellen wir die Fähigkeit ein, diese zu verdauen. Bei 91% der Menschen vereinen sich der Gallengang und der Pankreasgang, bevor sie in den Dünndarm münden. Bei einem Stau in den Gallengängen wird er, wie bei Daniel, da kommt es sozusagen zu einem Stau auch im Pankreasgang, sodass die Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse nicht in den Darmtrakt fließen können, um an der Abpufferung der Magensäure und der Aufspaltung schwer verdaulicher Speisen mitzuwirken. Also auch hier eine Reduktion. Das Ganze ist ein koordiniertes Zusammenwirken. Der Magen bildet die richtige Menge von Salzsäure. Diese löst die Freisetzung der Gallenflüssigkeit aus, diese wiederum die Freisetzung von Pankreasenzymen und diese ihrerseits die Freisetzung von Dünndarmenzymen. Sie alle sind erforderlich, um das ideale Milieu für die Vermehrung von Mikroorganismen im Darm zu schaffen. Wenn und nur wenn sowohl das Darmmilieu als auch der obere Verdauungstrakt gesund sind und der Verdauungsprozess koordiniert abläuft, dann sind alle Voraussetzungen für ein gesundes Mikrobiom und die Verdauung von Weizen und Milchprodukten gegeben. Also hier diese Punkte der Zusammenstellung oder Zusammenwirken von vier Dingen: Magen mit Magensäure, Gallenflüssigkeit, Pankreasenzyme und schließlich auch die Dünndarmenzyme. Das richtig zusammengespielt, das bringt gesundes Mikrobiom und die Verdauung von Weizen und Milchprodukten dürfte einfach funktionieren. Lassen Sie mich in aller Kürze das Wichtigste zu Ergänzungsmitteln hier darzustellen. Also es geht um verdauungsfördernde Ergänzungsmittel. Viele Natur- und Schulmediziner glauben, dass wir mit zunehmendem Alter die Verdauungssäuren im Magen, den Gallenfluss in der Leber und die Bildung von Pankreasenzymen in der Bauchspeicheldrüse einfach einstellen. Andere Leute nehmen zur Stärkung ihrer schwachen Verdauung Pillen, die eben die Salzsäureproduktion anheben, Tabletten mit Pankreasenzymen und pflanzliche Abführmittel ein, damit ihr Verdauungssystem in Bewegung bleibt. In Wirklichkeit ist bei der überwiegenden Mehrzahl der Personen die Gallenflüssigkeit verdickt und viskös geworden. Und weil sie sich viele Jahre lang von stark verarbeiteten Lebensmitteln ernährt haben. Und das sollte nicht passieren. Dadurch haben sich nicht nur die Gänge für die Gallenflüssigkeit und die Pankreasenzyme zugesetzt, auch die Produktion von Magensäure verläuft nicht mehr optimal. All dies ist aber für eine gute Entgiftung und Verdauung unentbehrlich. Wenn die Gallenflüssigkeit sich verdickt und die Gallengänge sich zusetzen, wird auch der Pankreasgang blockiert. Die Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse können die verstopften Gallengänge einfach nicht passieren, um ihre Arbeit zu verrichten. Infolgedessen greifen sie vielleicht zu Verdauungsenzymen. Sie können das tun. Das kann gegen die Symptome helfen. Aber wie Sie sehen, behandeln wir wieder nur die Symptome und nicht die Ursachen des Problems. Und dies kann den Boden für spätere gesundheitliche Störungen bereiten. Statt in Verdauungsenzyme oder andere verdauungsfördernde Mittel zu investieren, sollten Sie ein effizienteres, auf langfristige Wirkung angelegtes Programm in Erwägung ziehen, das
die Grundursache angeht, in ihre Verdauung. Und nun ein Blick voraus. Jetzt geht es ja nach diesem Kapitel 5, das war der letzte, das letzte Kapitel des Teils 1, geht es ja nun in den schon oft vorausgesagten Teil 2 hinein. Im Teil 2 dieses Kurses finden Sie heraus, wie Daniel geholfen wurde, den Gallefluss anzuregen und seine schwache Verdauung zu stärken und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist an der Zeit, aktiv zu werden und ihrer Verdauung einen Neustart zu verpassen, damit sie wieder oder vielleicht überhaupt zum ersten Mal ihr Butterbrot endlich genießen können.